Wie kann ich zu Diensten sein? Wer seid ihr? Ach, das zählt nicht. Es zählt allein, dass ihr überhaupt gekommen seid. Die Dinge stehen schlecht und wir können jede Unterstützung brauchen. Diese guten Leute werden von allen Seiten von Angmars Tyrannen belagert. Die jetzt eine gewaltige Armee versammeln, um gen Süden zu marschieren. Und die Elben und Gondor zwischen ihrem Hammer und dem Amboss von Mordor zu zerschmettern. Die Zeit wird knapp und wir müssen schnell handeln, wenn wir den Schatten von Angmar noch aufhalten wollen. Dennoch sollte ich euch erst etwas von unserer langen Geschichte erzählen. Als wir zum ersten Mal nach Aukheer kamen, behandelten uns die Bergmenschen argwöhnisch, jedoch nicht feindselig. Guludir verdiente sich schnell ihren Respekt, war er doch ein vortrefflicher Hauptmann, der es verstand, die Herzen der Leute für sich zu gewinnen. Wir erfuhren, dass die Bergmenschen von einem Überlebenden Angmars unterdrückt wurden, der über das Nebelgebirge nach Khan-Dûm zurückgekehrt war. Doch was noch schlimmer war, ein Zauberer, ein alter Gefolgsmann des Hexenkönigs, war ebenfalls in diese verderbte Stadt gekommen. Die Bergmenschen nannten diesen Zauberer den falschen König, denn sie wussten nur zu gut, dass der Hexenkönig selbst nie nach Angmar würde zurückkehren können. Guludir entschied, dass dieser Truchsess von Angmar aufgehalten werden müsse, bevor es ihm gelänge, im Norden Kräfte zusammenzuziehen. Erstmal durchatmen hier. So, er versammelte alle Bergmenschen um sich, die ihm zu folgen bereit waren, und zog zusammen mit dem Rest unserer Schar gen Osten. Er glaubte, dass Angmar noch nicht stark genug war, einer vereinten Widerstandsfront etwas entgegenzusetzen. Ich sollte zurückbleiben, um Esteldin zu benachrichtigen, falls die Expedition scheitern sollte. Was sie auch tat. Möchtet ihr wirklich mehr hören? Was? Was benötigt ihr? Ach du Heilige. So, ich bin schon wieder am Vorlesen und Ende. Nun, möchtet ihr erfahren, wie es zu dieser Tragödie gekommen ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der falsche König seine Finger im Spiel hatte oder ob es einfach eine unglückliche Fügung war. Doch unser Marsch fand ein abruptes Ende. Als wir gen Osten marschierten, fanden wir uns plötzlich in einem Tal voller schrecklicher Statuen wieder. Ramas Deluon, wie die Bergmenschen sie nannten. Es bestand kein Zweifel daran, dass irgendein böser Geist von den Steinen dort Besitz ergriffen hatte, denn wir alle konnten spüren, dass sie unterdrückt wurden. Dort baten mich, Guludir zurückzubleiben. Warte, wer wurde unterdrückt? Achso, die... Naja, wahrscheinlich die Typis, die dahin gelaufen sind, nicht die Steine. So. Als das Heer zwischen den Steinen hindurchzog, wurde klar, warum die Bergmenschen das Tal so fürchteten. Als die letzten Männer die Ramas Deluon passierten, gaben ihnen die steinernen Wächter die Qual ihrer Unterdrückung mit so einer Wucht zu spüren, dass die Männer von der plötzlichen Last auf ihren Herzen sofort tot zu Boden fielen. Ich versuchte, die Steine zu passieren, doch ich konnte nicht. Guludir sagte, ich solle zurückbleiben, was ich auch tat. Aus Tagen wurden Monate und aus Monaten Jahren, doch Guludir kehrte nicht zurück. Ich wusste, dass ich sofort nach Esteldin hätte zurückkehren müssen, doch ich konnte meinen Hauptmann nicht im Stich lassen. Ich versuchte vergeblich, die Ramas Deluon zu passieren, bis meine Seele zu zerbrechen schien. Endlich sandte ich die Nachricht nach Esteldin, die euch hierher geführt hat. Wir mussten das Geheimnis um die Ramas Deluon lüften. Wir müssen das Geheimnis um die Ramas Deluon lüften, Thagador. Vielleicht kann einer der kleineren Steine, mit denen dieses Land vor allem bei den Lagern von der Angmarin und Bergmenschen übersät ist, das Geheimnis aufdecken. Begebt euch zu einem der kleineren steinernen Wächter und fertigt einen Reiberdruck von den Ruinen ab, die auf seinem Sockel zu finden. Ruinen? Runen? Was lese ich denn da? Von den Runen an, die auf seinem Sockel zu finden sind. Hütet euch vor grausamen und tödlichen Steinen, denn auch sie verfügen über schreckliche Kraft. Okay, annehmen. Jetzt habe ich schon wieder so viel überzogen. Komm, jetzt mache ich noch eine Folge. Und der Server wird in 60 Minuten heruntergefahren. So, dann spiele ich jetzt einfach mal weiter. Meine Fresse, ist ja unfassbar, wie viel ich jetzt zu vorlesen habe. Warte, hier gibt es noch mehr Quests. Also. Leeres Pergament beschafft, ist ja toll. Hallo? So. Es gibt viele Angelegenheiten zu besprechen. Thagador, ich kenne euch nicht, Fremder, obwohl... Hä? Bitte was? Er kennt mich nicht, aber er kennt meinen Namen. Egal. Thagador, ich kenne euch nicht, Fremder, obwohl es meine...
Meine Stammesaufgabe ist, alle zu kennen, die in dieses Land kommen. Wenn ihr in Freundschaft kommt und einen starken Körper und Geist vorweisen könnt, habt ihr nichts zu befürchten. Stellt euch unserem Anführer Kranok vor. Er wird euch eine Femme zuweisen. Falls ihr aber schwach oder dumm seid, ist hier nicht der richtige Ort für euch. Geht nach Süden in die Länder der Verweichlichten oder begebt euch nach Norden, um dort zu sterben. Kranoks Herrschaftssitz befindet sich hier in Aukher, westlich der Zentralinsel der Siedlung. Ich werde euch da erst dann willkommen heißen, wenn ihr von Kranok akzeptiert wurdet und er euch eine Femme zugewiesen hat. Meine Fresse, das ist aber viel zu lesen heute. So. Also es ist total übertrieben, aber hier gibt es noch mehr Quests. Keine Sorge, ich habe noch genug zum Lesen für 2 Jahre oder so. Für die ganze Folge wahrscheinlich, nee. Ich weiß es nicht. So, was ist denn hier? Declan. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Na toll, warte. So, also. Hallo, ihr seid doch Tagaldor, nicht wahr? Die Leute aus den Hügeln haben euch erwähnt, daher kenne ich eure Namen. Ich habe euch an eurer Ausrüstung erkannt. Sie unterscheidet sich nämlich von der dieser einfallslosen Nordmänner. Ich heiße Declan, ich bin Bade von Beruf und meine Familie hält jedoch ehrlich gesagt nicht viel davon. Ich bin durch Zufall in Aukher gelandet. Oder vielleicht war es Schicksal. Ich kann gar nicht mehr lesen so schnell hier. Oder einfach Glück. Nun, ich will nicht die langen Geschichten zum Besten geben, die mich auf der Suche nach der Vergangenheit meiner Familie hierhin führten. Mein Großvater Durell war ein berühmter Batterienhersteller, was? Das war ja was anderes. Durell war ein berühmter Entdecker, vielleicht habt ihr von ihm gehört. Er stellte eine Expedition zusammen, um alle Relikte des Nordens ausfindig zu machen. Zwar haben wir einen rätselhaften Brief über seine Funde bekommen, doch ist Durell nie zurückgekehrt. Und jetzt stehe ich hier mit meinem Federkiel in der Sicherheit meines Zuhauses, träumte ich stets davon, die Geheimnisse meines Großvaters zu lüften und eine Geschichte daraus zu machen, fürchte aber nach einem Blick auf diese Hügel, dass ich nicht den Mumm habe, das Grab zu erforschen, das in seinem Brief erwähnt wird, annehmen. So, also soll ich ein Grab erforschen anscheinend. Ups. Oh, verdammt, ich bin ins Wasser gegangen. Nein! Da bin ich einmal baden gegangen, tja, sowas aber auch. Hier oben, hier waren auch noch Quests, ne? Ach, hier waren auch überall noch Quests. Warte, hier war ein Scharmützellager, ne? Erinnere ich mich gerade. Warte mal, hier ist ein Scharmützellager, genau. Sieht so aus, ja. Oder? Doch, klar. Hier will ich aber gar nicht hin, hier vorne waren noch Quests, ne? Ich guck mal ganz kurz. Server bitte in 16 Minuten, okay. Okay, also Server wird auch noch heruntergefahren heute, ist ja auch toll. So, jetzt, hier waren doch noch Quests, oder waren hier keine? Hier waren doch noch welche. Bin ich denn blöd? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch Quests waren irgendwo. Oder war es doch nicht hier? Warte. Was ist hier eigentlich? Ach nee, hier ist noch was. Warte, hier ist dann, natürlich ist hier noch was. Ach nee, die hatte ich schon angenommen, ne? Ach, die hatte ich schon angenommen hier, stimmt. Okay. Ne, hier waren sonst keine Quests. Ach nee, ich war nur hier, ne? Warte, ich war nur hier. Ich gehe nochmal hier hin. Vielleicht habe ich hier ja eine übersehen. Natürlich habe ich hier eine übersehen. Seht ihr? Genau das meine ich. Hier sind doch noch. Alter Finne. Du kommst von weit her. Aus seidenen Fäden. Nee, aus seidenen Faden. Ach nee, am seidenen Faden. Was lese ich denn hier? Du da, du wirst den Jorfkin helfen. Nicht wahr? Spinnen machen Seide. Wir brauchen Seide. Du tötest Spinnen, nimmst Seide und wir geben dir glänzendes Metall der Orks. Wir haben viel glänzendes Metall von den Orks genommen. Kleine Leute mögen glänzende Dinge, oder? Was gibt's denn hier? Ein Dolch. Aber den brauche ich nicht. Annehmen. So. Na toll, jetzt darf ich wieder. Alter, so viel lesen. Alter, na, ist doch klar. Ach, sogar der Anführer hier. Es ist mutig von euch, dass ihr zu uns kommt und uns helft. Wenn ihr ohnehin gegen die Orks und fliegenden Fledermausfrauen kämpft, steht da so, könntet ihr uns dann einen Gefallen tun? Wir verzehren Knollenfrüchte, die Früchte der Erde, die in den Schluchten im Osten wachsen, die die alten kleinen Leute Duaver nennen. Nee, Duvere, ich keine Ahnung, nennt, nennen. Hä? Ach, jetzt alles voller Fehler. Doch jetzt machen es uns die Orks und die Fledermausfrauen schwer.
sie zu sammeln. Wenn ihr diese tötet, könntet ihr uns dann nicht auch etwas Gemüse mitbringen? Natürlich, dass sie da noch Gemüse haben. Das ist so unfassbar. Erzsuppe hier. Wir so, von Limäkotti. So, Angmar macht uns schwer zu schaffen. Wir könnten viel Hilfe gebrauchen. Natürlich. Orks in Ramdur. Seit langer Zeit kommen Orks. Hallo. Hallo, ich will hier vorlesen. Seit langer Zeit schon kommen Orks, böse Menschen und andere Dinge von Norden aus Angmar durch Ramdur. Sie ziehen nach Süden in die Schlacht, doch sorgen sie auch hier für viel Ärger. Wir hassen die Orks und ihre Kumpanen und wir versuchen sie zu bekämpfen, wo wir nur können. Doch es sind zu viele für uns und unsere Jäger können nicht aus den südlichen Jagdgründen zurückkehren. Wirst auch du gegen die Orks kämpfen? Hilf uns und töte die Orks in Ramdur. Viele Orks vom Stamme der Blockmal schreiben sinnlose Texte im Internet. Befinden sich auf dem südöstlichen Teil des Passes. Versteht ihr? Blockmal wegen Block. Egal. Wir werden dir die Münzen geben, die wir den toten Orks abnehmen. Wir haben kaum Verwendung für sie. Wieso haben eigentlich die Orks? Ach, die haben es wahrscheinlich von den Menschen gestohlen. Frage ich mich gerade, wieso die Orks die Währung der Menschen haben, aber egal. Was wollen die vor allem damit? Vor ein paar Tagen zog unser tapferster Kundschafter aus, um die Orks bei der Überquerung des Passes zu beobachten. In einer Nachricht teilte er uns mit, dass er auf etwas noch Schlimmeres gestoßen ist. Eine düstere Kluft voller übler Fledermauskreaturen, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat, aber seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Könntest du nach unserem Kundschafter suchen und sicherstellen, dass er in Sicherheit ist? Er hat ein kleines Lager hoch oben an der Wand des Tals in Richtung Osten. Wenn er noch am Leben ist, findest du ihn dort. Hey, ich werde geduzt, ist ja auch mal interessant. So. Die Jaskin benötigen deine Hilfe. Ich weiß, kleines Volk wie du schätzt die Glitzersteine sehr. Die meisten dieser Steine sind uns gleichgültig. Nicht aber diejenigen, die wir Augen der Erde nennen. Ich glaube, in deiner Sprache heißen sie Katzenaugen oder Mondsteine. Anscheinend haben die Bilwisse in den Diensten der Angmarim in ihrer Festung nordöstlich von Ramdur viele dieser Steine von uns gestohlen, darunter auch Augen der Erde. Ich möchte dich bitten, zu dieser Festung zu gehen und den Schatz von den Bilwissen zurückzuholen. Er sollte in Truhen mit vielen Edelsteinen zu finden sein. Wir nehmen die Augen der Erde, du den Rest mitsamt unserem Dank. Das ist ja wunderbar. Einen geretteten Edelstein kriegen wir da. Einen geretteten Edelstein und wir... Was? Bitte was? Ach komm, weißt du, so. Dann brechen wir diese bekloppten Aufträge ab. Weißt du, die machen mir alles voll hier. Das ist ja unfassbar. So, ich habe nicht genug Platz für alle Quests. Das ist doch... Das hat die Welt noch nicht gesehen. So. Warte mal, riesige Flügel brauche ich auch nicht. Meine Fresse, so. Okay. Alter, wie viel ich hier... Okay, hatte ich schon vorgelesen. Gut. Jetzt breche ich auch mal den komischen Auftrag hier ab. So, was sollte ich denn mit diesen ganzen Aufträgen? Die sind doch riesige. Vor allem, ich habe zweimal riesige Schuppen als Auftrag. Wieso habe ich den zweimal? Keine Ahnung. Riesiger Schleim will ich auch nicht haben. So, wer braucht denn sowas? Verdammt nochmal. So, Reko. Wirst du dir anhören? Du da, du helfen Reko. Verwüsterklauen. Nein, wie sagen Schnäbel? Wie Vögel, ja, verwüster Schnäbel. Du holen verwüster Schnäbel. Ich dir geben glänzend Stück Metall. Ich nehm von Ork. Viele Klingenschnabel verwüster nicht weit. Okay. Wunderbar. Also die können alle nicht richtig Deutsch, wie man leicht merkt. Aber die können immerhin irgendwie sprechen. So. Na gut, hier haben wir schon angenommen. Dann laufe ich mal weiter. Warte, habe ich nicht... Hier habe ich nichts übersehen. Gut. Hier ist sonst nichts mehr. Nö. Okay. Gut, dann geht's nochmal weiter. Zurück ins andere Lager. Da waren ja auch noch 10 Milliarden Quests. Und wir sind schon Level 44, weil wir die ganze Zeit nur Questtexte vorlesen. Und, ach du Scheiße, ey. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir das... Alter. Ernsthaft? Ach, hier sind sogar Dings... Hier sind sogar Gefährtengruppen-Quests. Das ist natürlich doof.
Also für kleine Gefährten, also für Hobbits nur. Nee, für kleine Gefährtengruppen. Heißt also für 3 Leute, glaube ich, ist das. Oder für 2, ich weiß es nicht. Vielleicht schaffe ich es sogar alleine. Es kommt immer drauf an. Ich habe keine Ahnung. So, kann man ja mal probieren. So, vor allem sind ja auch ein bisschen unter mir die Quests vom Level her. Vielleicht geht das ja. Ansonsten habe ich die jetzt umsonst vorgelesen. Das ist natürlich auch praktisch. So, aber was heißt umsonst? Da wissen wir wenigstens, was die hier beschäftigt, diese Bergmenschen. Erdmenschen. Erdmenschen sind es, ne? Oder sind es Bergmenschen? So, Aufträge nehme ich jetzt mal nicht an. Bin ja nicht blöd. Ich nehme jetzt nicht 10 Milliarden Aufträge an. Wo gehen wir denn da hin? So, reicht schon, wenn ich die ganzen Quests hier alle annehmen muss. Oh, Krannog, der Anführer. Seid gegrüßt. Ihr seid nach Aukher gekommen, aber ihr seid keiner von uns. Ihr gehört zu einem anderen. Ihr gehört einem anderen Volk an. Wenn ihr ein Freund der Treff Galauk werden wollt, müsst ihr eine Stammesaufgabe übernehmen, eine sogenannte Femme. Möglicherweise habe ich eine solche Aufgabe für euch. Würdet ihr mir einen Augenblick eurer Zeit schenken? Alle, die sich Treff Galauk nennen, müssen eine Bestimmung haben. Diese Bestimmung ist ihre Femme. Wenn ihr keine Femme habt, seid ihr kein Treff Galauk und nicht unser Freund. Beweist, dass ihr es wert seid, ein Freund der Treff Galauk von Aukher genannt zu werden. Ich werde euch eine solche Femme geben, wenn ihr alles tut, was ich von euch erbitte. Es ist die Aufgabe eines Anführers, sein Volk selbst im Angesicht der Gefahr zu großen Taten zu führen, und Aukher sieht sich vielen Gefahren ausgesetzt. Tordwill, Reif und Ostbeil werden euch von einigen davon erzählen. Ihr werdet ihnen helfen, diese Gefahren zu bannen und zu mir zurückzukehren, wenn ihr eure erste Herausforderung bestanden habt. Wenn ihr euch nur mir beweisen wollt, so müsst ihr euch zuerst meinem Volk gegenüber beweisen. Du hast eine komische Stimme. Alter. Ich würde gerne mit euch reden. Na toll, Frauenstimme. Unser Anführer stellt eine Prüfung, sagt ihr? Wenn ihr starken Herzens seid, werdet ihr euch als würdig erweisen. Seid ihr es jedoch nicht, dann war es wahrhaftig euer größter Fehler, hierher zu kommen. Vor einigen Tagen wurde ich von 2 Wagen im Vorgebirge nördlich von Aukher überrascht. Es sind bösartige, gefährliche Kreaturen, und da ich sie auf keinen Fall geradewegs zur Siedlung führen wollte, konnte ich ihnen nur auf gefährlichen Umwegen entkommen. Doch ich bin gut zu Fuß und kenne das Gelände, und so hat es zwar länger gedauert, aber schließlich habe ich es sicher zurückgeschafft. Aber die Wagen sind erst seit kurzem in Fasach Laran, und es wird nicht lange dauern, bis sie auch hierher kommen. Vernichtet diese gefährlichen Kreaturen. Ihr findet sie nicht nur in Fasach Laran, sondern auch in der Festung Tor Gailwin. Alter, nordöstlich von... Okay, ich kann gar nicht mehr lesen hier. Ich weiß nicht, ob sie dort als Wächter der Treff Duvardain oder als Gefängniswärter dienen, aber ich weiß, dass sie in jedem Falle besiegt werden müssen. Wenn ihr das für uns tut, werde ich Krannog von eurem Sieg berichten. Ist ja wunderbar. So. Es ist so lange her, dass wir Frieden hatten. Meine Brüder waren große Krieger, und sie haben in der Schlacht gegen die Treff Duvardain und die Orks von Angmar viel Ehre gewonnen. Alle haben nur gut von ihnen gesprochen, und die Frauen sowie Männer nannten sie mächtig. Doch selbst der mächtigste Mann kann von einem einzigen aus dem Hinterhalt abgeschossenen Fall niedergestreckt werden. Und so geschah es meinen Brüdern. Und Orks überfielen sie in der Nacht der Morphilhöhle, in der Nähe der Morphilhöhle, und sie wurden abgeschlachtet. Ich habe Krannog gebeten, Rache nehmen zu dürfen, und nun hält er es für angebracht, euch an meiner Stelle auf die Orks loszulassen. Ich hoffe, ihr erweist euch als würdig, denn falls eure Stärke nicht ausreicht, wird es nicht gut für euch ausgehen. Der Eingang von Morphil befindet sich in Fasach Laran, östlich von Aukher. Vernichtet Orks in und vor der Höhle und lasst sie für den Tod meiner Brüder bezahlen. Gut. Dann nehmen wir noch diese Quest hier an, Alter. Werdet ihr bleiben und euch unsere Sorgen anhören? Die Treff Duvar... Der Server wird in 45 Minuten heruntergefahren. Auch nicht schlecht. Gut. Die Treff Duvar dahin bedrängen uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit, Hagador. Wir müssen sie mit all unserer Kraft bekämpfen, aber Krannog besteht immer noch darauf, dass wir vorsichtig vorgehen sollen. Vorsichtig. Die Treff Duvar dahin dienen jetzt Angmars Befehlshabern, und sie tragen deren Symbole. Als Ausgleich für ihre Knechtschaft erhielten die Treff Duvardain die Festungsstadt Tor Gailwin. Keine Ahnung. Wir müssen ihnen diese Symbole abnehmen
und deutlich machen, dass die Trev'Galok mit einem solchen Verrat nicht einverstanden sind. Die Festung Tor Gailvin befindet sich nordöstlich von Aukir. Begebt euch dorthin und entringt den Verrätern, die jetzt dort leben, Amulette und Blutsteinanhänger. Bringt mir diese Symbole, dann werde ich Kranok von euren Taten im Namen der Trev'Galok berichten. Alter, jetzt habe ich eine ganze 20-Minuten-Folge nur vorgelesen. Ah. Echt, das ist ja unfassbar. Wenn du normal redest, kannst du wenigstens noch eine kleine Sprechpause immer mal zwischendurch machen. Und mal zwischendurch mal Luft holen, aber die ganze Zeit vorlesen. Alter Schwede, ich kann schon nicht mehr. So, habe ich noch eine Quest vielleicht? Dann habe ich das schon mal hinter mir. Gibt's hier noch welche? Hier waren ja keine mehr, nee. Hier vielleicht noch? Ich schau mal. Hier am Ende? Nee. Hier oben vielleicht? Sieht auch nicht so aus. Nee. Und dann vielleicht noch hier irgendwo. Schaue ich mich mal um nochmal kurz. Und dann mache ich aber eine Aufnahmepause, weil ich habe schon wieder überzogen. Hier um 2 Minuten. Ja. Alter Schwede. Das kannst du doch keinem Menschen zumuten, die Questtexte alle vorzulesen. Reicht es schon, die alle durchlesen zu müssen. Aber jetzt nur noch vorzulesen. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Warte mal. Ich schaue mal hier hinten nochmal. Nanu. Ich schaue mal hier hinten nochmal. So. Habe ich gesagt. Und dann ist hier bestimmt auch nichts mehr. Doch, ich glaube, ist da noch eine? Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Nö, nix. Keine Quest mehr. Das ist ja wunderbar. Reicht auch schon. Ne? Sind ja auch genug. So, na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann kommt nach Russland und trägt unseren Wortgarten. Was? Nee, dann keine Ahnung. Guckt euch doch auch mal die anderen Folgen an, vielleicht. Vielleicht auch von Anfang an, wobei da war ich noch nicht so gut, glaube ich. Und die Tonqualität war noch für den Arsch und die Bildqualität war auch irgendwie schlecht. Aber naja, das war halt früher, ne? Da hat man noch nicht so eine Mittel wie heute. So, naja gut, ist ja noch nicht so lange her. Aber egal, auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Und ja dann, oh, da ist ja eine Festung drauf. Habe ich noch gar nicht gesehen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.